Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Harles liest. Heute geht die Reise wieder einmal nach Wien. Und zwar in jenes geistig so inspirierende Klima des frühen 20. Jahrhunderts. Stefan Zweig hat das ja wunderbar beschrieben in seiner Welt von gestern. Und das habe ich hier auch schon gelesen bei Harles liest. Heute geht es um einen anderen Autor, auch aus der Zeit, auch aus Wien, nämlich um Egon Friedell. Aber was heißt bei dem Mann schon Autor? Der war so etwas wie ein Universalgenie. Der war Journalist, Dramaturg, Theaterkritiker, selbst Schauspieler, Kabarettist und Conferencier. Vor allem aber war er ein wirklich großer Kulturphilosoph. In seinem Hauptwerk, dem Opus Magnum, die Kulturgeschichte der Neuzeit, schildert er die kulturelle Entwicklung vom frühen Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Und zwar so originell, so anschaulich, mit so vielen Anekdoten und so klar und einsichtig, dass es wirklich lesenswert ist. Es war damals ein Bestseller und wird bis heute verlegt. Als jüdischer Intellektueller war er natürlich im Nationalsozialismus nicht mehr sicher. Als die Nazischergen an seine Tür geklingelt haben, da sprang er aus dem Fenster im dritten Stock. Nicht ohne vorher, und das ist verbrieft, hinunterzurufen, treten Sie bitte zur Seite. Ich lese jetzt einen Abschnitt aus seinen Aphorismen zur Geschichte, der in meinen Augen ganz gut seine universelle Denkweise vor Augen führt. Egon Friedell, Aphorismen zur Geschichte. Alle die Schreckensherrscher, von denen die Historie erzählt, die Scheusale der Weltgeschichte, Caligula und Tiberius, Danton und Robespierre, Cesare Borgia und Torquemada, was waren sie anders als in die Realität verschlagene Künstler? Und alle die Künstler und Gestalter, Shakespeare und Michelangelo, Dante und Poe, Nietzsche und Dostoevsky, was waren sie anders als in die Kunst gerettete Menschenfresser? Ich habe niemals von einem Verbrechen gehört, das ich nicht hätte begehen können, sagte Goethe. Er brauchte keine Verbrechen zu begehen, weil er sie künstlerisch gestalten konnte. Und Nero, der Kaiser mit der großen Künstlerambition, wäre kein Bluthund geworden, wenn er die Kraft der dichterischen Gestaltung besessen hätte. Der Mensch schwankt im Verkehr mit seinen Brüdern zwischen zwei falschen Extremen, zwischen kalter Distanz und stilloser Fraternität. Religion ist niemals eine Sache der Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Religion ist eine aristokratische Angelegenheit. Man kann in Massen Steine klopfen und im Varieté sitzen, man kann in Massen fressen und saufen, politisieren und Menschen umbringen. Aber man kann nicht in Massen Gott verehren. So wenig, wie man in Massen lieben kann. Der unsinnige Glaube, alle menschlichen Lebensäußerungen gemeinsam verrichten zu müssen, ja sollen, hat in unserer heutigen Kultur einen Gipfelpunkt erreicht. Wir betreiben alles in Rotten, Riegen, Kompanien. Kunst, Wissenschaft, Naturgenuss, Religion. Der Wille unserer Zeit, der aus der ganzen Menschheit eine Fabrik, eine Kaserne, ein Riesenhotel, einen Trust, eine Korrektionsanstalt machen will, verbindet folgerichtig das Massentreiben mit der Uniformierungstendenz. Dies endet schließlich allemal im Jakobinertum. Kultus eines abstrakten und leeren Être Suprême, alles andere ist dann suspekt, heimliches Aristokratenwesen. Der große Rückschlag gegen alle diese Dinge muss von der Religion ausgehen, von einem neuen Verhältnis zu Gott, wie alles von Gott her seinen Anfang nehmen muss. Das ist die Frage. Wem von beiden sollen wir dienen? Sollen wir dem Licht opfern oder der Finsternis? Die hellen Gipfel besiedeln, wo alles klar, luftig, sonnig, durchsichtig, einfach und schön ist? Oder in die dunklen Tiefen hinabgraben, wo alles schwankend, brauend, unterirdisch, rot, glühend, höllisch ist? Wo soll unser Reich sein? Sind es die Höhen des Geistes
oder die Höhlen des Geistes? Was ist für uns vorteilhafter? Aber diese Frage ist müßig. Damit, dass eine Sache für uns vorteilhafter ist, ist sie noch nicht unsere Sache. Wir können immer nur tun, was wir tun müssen. Es steht nicht in unserer Macht, Irrtümer abzulegen, wie man Kleider ablegt, weil einem andere besser gefallen. Sondern erst, wenn wir unsere Irrtümer nicht mehr brauchen, wenn sie wirklich aufgetragen sind, entsteht in uns die Kraft, sie abzulegen. Nur der Jude Paulus konnte die Idee des Judentums in ihrem innersten Kern auflösen. Nur ein Luther, dem katholischen Priester, konnte der Katholizismus sich radikal verneinen. Nur ein so durch und durch theologisch und moralisch orientierter Geist wie Nietzsche konnte Antichrist und Immoralist werden. Und war es nicht Graf Mirabeau, der die Französische Revolution ins Rollen brachte? Um etwas mit der tiefsten Leidenschaft bekriegen zu können, muss man aufs Tiefste daran leiden können. Und um daran wirklich leiden zu können, muss man es sein. Jede Woche eine neue Geschichte. Jede Woche eine neue Welt. Ich hoffe, Sie sind dabei.